meine Mannschaft hat richtig gut gespielt. Ja, ich glaube, wir haben eine fantastische Phase drin gehabt in unserem Spiel. Das Einzige, was wir uns natürlich leider an die Fahne schreiben müssen, ist, dass wir aus den fantastisch herausgespielten Tormöglichkeiten nicht die Tore gemacht haben. Und das ist das, was letztendlich zählt. Und leider kommt es dann immer so, wie man es nicht gebrauchen kann, dass man in der Phase dann auch noch einen Handelfmeter gegen sich gepfiffen bekommt. Ich habe es noch nicht gesehen, ob es zwingend Handelfmeter gewesen sein muss, aber wichtig war, dass die Mannschaft danach nicht die Köpfe runtergenommen hat, sondern dass sie den Faden nochmal aufgenommen hat und hat sich dann belohnt. Ja, das ist dann auch typisch, dass meistens dann so ein Tor fällt, um eben dann zumindest den Ausgleich noch zu machen. Ja, war natürlich ja, vielleicht schon der Mut der Verzweiflung, das Ding da nochmal auf die Kiste zu knallen, aber anders schien es heute nicht zu gehen. Wissen Sie, natürlich, wir gucken immer nur aufs Ergebnis, ja, aber ich glaube, dass meine Mannschaft heute das beste Spiel der Saison gemacht hat. Das war von der Raumaufteilung her, vom Passspiel haben wir in der zweiten Halbzeit ein Tempo angeschlagen, wo der Gegner kein Mittel für hatte. Und das sind die Dinge, die ich erstmal sehr, sehr positiv mitnehme, auch wenn ich weiß, dass uns letztendlich in der Gruppe ein Sieg natürlich heute sehr geholfen hätte, zumal das andere Spiel ja auch unentschieden ausgegangen ist, ja, aber zeigt aber auch, dass wir weiterhin alle Möglichkeiten haben. Und wenn wir solche Leistungen wie heute immer abrufen, dann wissen wir, dass wir in der Gruppe alle Möglichkeiten noch haben. Und was heute natürlich auch fantastisch war, dürfen wir nicht verschweigen, unsere Fans. Ja, das war heute wirklich Europacup-Atmosphäre, auch wenn das Stadion nicht voll war. Aber die da waren, haben uns fantastisch unterstützt. Und diese Unterstützung wollen wir natürlich, brauchen wir auch am Sonntag, weil wir müssen den Blick schon wieder nach vorne richten. Das Spiel heute hat sehr viel Kraft gekostet. Und hoffen wir einfach, dass wir am Sonntag nochmal mit dieser Unterstützung unserer Fans dann auch noch den Dreier hier behalten. Ja, nochmal bei allen, dass wir natürlich über das Ergebnis nicht begeistert sein können. Ne? Die Art und Weise, wie die Mannschaft heute gespielt hat, das war Werbung für den VfL Wolfsburg, wie die Mannschaft da aufgetreten ist. Und das müssen wir positiv mitnehmen. Die Enttäuschung über das Ergebnis, klar, die wissen wir auch. Das wird wieder kritisiert werden, weil das Ergebnis nicht gepasst hat. Aber ich muss es eben ein bisschen anders beurteilen. Und ich sehe die Gruppe insgesamt, dass wir noch 4 Spiele haben. Alle Möglichkeiten, wenn wir so auftreten wie heute, haben wir alle Möglichkeiten.